Land. Wir hatten doch einen Koffer in Berlin, deswegen sind wir wieder hier. Einen Koffer nennst du die Dame? Dame nennst du diese Verruchte, von der man sagt, sie sei die größte Illusion im Showbusiness. Er, sie oder es, das weiß nur sie selbst. Ich weiß, ich Tarzan und du Jane. Also, bei uns ist die Entscheidung, männlich oder weiblich, ja auch geradezu primitiv simpel. Aber bei ihr, so schön, so sexy. Ein Paradiesvogel aus einer Zeit, als Adam und Eva noch eine Rippe waren. Du willst doch wohl nicht damit sagen, dass du heute etwa Rippchen mit Kraut kochen willst. Sagst du mir so ein Blödsinn zu? Ja, ab mit dir ins Entertainment. Gut, dass wir zu zweit sind. Da können wir wenigstens gleich ganzheitlich als Yin und Yang auftreten. Obwohl sie auf Yang, also auf mich, natürlich überhaupt nicht gefasst ist. Mal sehen. Oh, da ist es schon. Schönen guten Tag, Frau Haag. Wo bitte ist Ihr Kühlschrank? Wir haben Ihnen was mitgebracht, das gleich kaltgestellt werden muss. Und außerdem habe ich Ihnen jemanden mitgebracht, der auch mal was Schönes sehen wollte. Hallo. Das ist Fritz Hering. Freut mich. Der möchte gleich in Ihren intimsten Raum vordringen, nämlich die Küche. Und möchte was für Sie kochen. Ja. Ich bin auf Diät. Sie sind auf Diät? Ich bin Vegetarier. Oh, vegetarisch und auf Diät. Da schauen wir mal, ob wir da was finden. Hallo. Ich glaube, außer Obst und Gemüse ist nicht viel Sache. Ja, da wird er gerade kreativ. Das ist gar nicht so schlimm. Da ist der Kühlschrank. Guck mal, Bananen, Ananas. Ja, Fritz, also ich wüsste nichts daraus zu machen, aber ich nehme an, du wirst wissen. Also Sie essen nur vegetarisch, ja? Ja, auf Augenblick esse ich eigentlich nur Gemüse und Obstsäfte. Obstsäfte und Gemüse? Und nur vegetarisch, was absolut. Nur vegetarisch ist und vegetarisch immer? Ja, immer, ja, ja. So, ihr werdet kochen, oder was? Ja, ich schau mal, was Ihr Kühlschrank hergibt. Irgendwas werde ich schon finden. Na, bestell ich euch mal an. Ja, klar. So, dann lassen wir dich hier alleine. Ja. Werkeln mal ein wenig im paradiesischen Gemüsegarten. Ja. Wollen wir mal gucken. Ja, halt mal. So, Frau Haag, und wir gehen mal ein bisschen schwätzen. Okay, danke schön, gell? So, bei der lieben Romy wird zwar nicht viel gekocht, aber ich glaube ziemlich schick, wenn ich mir das so anschaue hier. Sieht ja auf alle Fälle hübsch aus beim Kochen, ne? Okay, schauen wir mal rein, was jetzt alles drin ist und was wir da draus machen können. Der ganze vegetarische Haushalt hier. Viel Obst und Früchte haben wir da. Ja, da sind Paprikaschoten. In alle Farben, das ist wunderbar. Lege ich gleich mal raus. Seit wann sind Sie denn Vegetarierin? Na, erstes Mal hoffe ich, dass er klarkommt in meine Küche, weil wirklich kaum was da ist, außer Obst und Gemüse. Also ich bin immer ganz neugierig. Also vegetarisch bin ich seit 2,5 Jahren erst. Und warum? Mein Partner hat darauf bestanden irgendwie. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich vegetarisch. Aber so mit der Zeit habe ich richtig entdeckt, auch finde ich, was ich empfinde, seit ich vegetarisch bin, ist, dass man auch wirklich einen klaren Kopf kriegt irgendwie. Man kann klarer denken. Und wenn man Fleisch isst, dann ist es schon alles hier mit Trieben verbunden. Mit was? Mit Trieben. Mit Trieben? Ja. Also wenn man Fleisch isst, ist man auch sehr triebhaft. Und ohne Fleisch ist man eben ausgeglichen. Du meinst, das kannst du dir nicht leisten, bei deinen Shows triebhaft zu sein? Doch, aber ich habe gerne diese ausgeglichen Haus zu Hause. Käse haben wir noch. Käse, Streichkäse, Camembert, Casanova. Oh. Das schmeckt sicher toll, Casanova, wenn er nicht hat. Darf ich mal fragen, Romy, wie siehst du eigentlich aus, wenn du morgens aus dem Bett fällst? Ungefähr so, wie ich jetzt aussehe. Ja, wirklich? Wie macht man das? Ich dachte, das Styling, das dauert lange. Nee, also das ist alles Routinsache, glaube ich. Also das geht eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Also ich schmink mich ganz gern. Und wenn ich aufstehe, dann I need my morning sozusagen. Und ich muss ganz langsam aufstehen und dann frühstücke ich ganz langsam. Und ich gehe ganz langsam zum Spiegel und ich schminke mich dann eigentlich nach Laune, was ich eigentlich den Tag vorhabe oder wie meine Laune gerade ist. Und es ist eigentlich jeden Tag auch was anderes. Mhm. Oder so. Brauchst du viel Geld für teure Kosmetik? Es braucht nicht immer teure Kosmetik zu sein. Aber natürlich, ab und zu kauft man sich teure Kosmetik, weil man will sich ja selber verwöhnen. Lass uns doch ehrlich sein. Also manchmal verfalle ich in den Kaufrausch und kaufe ein Cremchen, ein Cremchen, so. Aber eigentlich im Grunde genommen, denn meine Großmutter ist eigentlich aus der Schweiz
Und die hat immer solche Rezepte gehabt. Und so zusammenarbeitet. Ich meine, das sind Creme, die ich mich dann so selber zusammenmischen. Also die Männer nicht ertragen können. Das ist zum Beispiel Lebertransalbe mit ein bisschen Vitamine A gemischt und solche Sachen. Das stinkt schrecklich. Das tut der Haut schrecklich gut. Also ich glaube, mit diesen alten Rezepten habe ich eigentlich mehr Erfolg als jeder Faltencreme irgendwie auf einer teuren Marke. Und die sind auch viel billiger? Die sind viel billiger. Das kostet mich dann 5 Mark oder so, weißt du. Aber das macht einfach Spaß. Schub. Ah, Blumenkohl. Da ist schon Sahne dabei. Weil wir haben ja gar keine Sahne im Kühlschrank. Da kann man vielleicht das mit verwerten. Also es war als Kind ab an schon mein Wunschtraum, eigentlich Sängerin zu sein. Und ich bin eigentlich durch viele andere Sachen gegangen, um das eigentlich zu werden. Erzählen. Ja, ich habe in Sierges angefangen, dann bin ich in Paris gelandet und habe im Revue-Theater gearbeitet und die Entstehung vom Alcazar und L'Ange Bleu und alle solchen Sachen. Dann war irgendwie meine Wohnung ausgebrannt in Paris, weil mein Freund eifersüchtig war, so musste ich flüchten, weil ich nicht versichert war. So auf die Weise bin ich in Amerika gelandet und habe dann in New York und in Atlantic City habe ich dann gearbeitet und das war auch immer so mehr Kabarettmäßig, so Vorgruppen. Ich habe da Vorgruppe vor Pat Boone, wenn er sein Comeback gemacht hat, irgendwie, weißt du, solche Sachen sind das in Atlantic City. Und da habe ich mir dann eben in diese Berliner verliebt und bin dann nach Berlin gekommen und so hat sich das alles, also alles habe ich, ich habe Modefotos gemacht, ich bin Mannequin gewesen, ich bin Revue-Tänzerin gewesen, also ich bin eigentlich durch alles hin. Und was? Jetzt finale Mente mache ich eigentlich, was ich immer gerne möchte. Was ist das? Das ist eigene Musik machen, singen, Musik arrangieren und das sind eigentlich die Reizen für mich. Hier haben wir noch ein paar wunderschöne Avocados. Ja, dann ist jetzt wohl ziemlich klar, was wir da heute machen können. Da machen wir jetzt auf alle Fälle mit den Käse und mit den Nudeln, habe ich mir gedacht, ein paar Käsenudeln. Das ist einmal eine wunderschöne Beilage. Und mit diesem ganzen Gemüse hier, mit den Avocados, Paprika, was haben wir noch? Ja, den Blumenkohl da. Da machen wir ein Gemüsegulasch. Also dann gibt es Gemüsegulasch mit Käsenudeln. Du hast ja vor fast 10 Jahren einen renommierten Nachtclub gehabt. Ich war leider nie da und Freunde sagten, also da musst du gewesen sein, denn das gehört zu Berlin. Warum gibt es das nicht mehr? Also ich stelle mich vor, wenn ich das jetzt heutzutage noch hätte, dann wäre ich wahrscheinlich so dick und sehr alt und ich hätte mich überhaupt nicht weiterentwickelt. Und das habe ich einfach aufgegeben. Also das Laden hat 9 Jahre bestanden und ich wollte unbedingt Live-Musik machen und eigene Musik machen. Und natürlich hat so ein Laden natürlich viel, viel Arbeit, auch bürokratisch viel Arbeit. Und da hatte ich keine Chance, mich selber weiterzuentwickeln. Und dann habe ich es aufgegeben und dann bin ich auch richtig erst losgegangen, mit eigener Musik zu machen. Also von meiner eigenen Entwicklung sehr, sehr, sehr wichtig. Chiromi, als du diesen Nachtclub hier initiiert hast, wie alt warst du da? Ich war da noch sehr jung, ich war da erst 20 und habe mich dann immer auf 30 geschminkt, weil sonst hätten die Leute keinen Respekt für mich gehabt. Und ich war eigentlich blut jung, weil ich kam aus Amerika, aber damals war ich in Amerika und hat mich verliebt in einen Berliner. Und wenn ich hier angekommen war, also da war eigentlich nicht viel los in Berlin. Also Berlin hat immer so einen Mythos und so einen Namen gehabt, aber für mich war eigentlich keine Arbeit mehr. Und ich habe mir gesagt, scheiße, dann muss ich irgendwie selber einen Laden aufmachen. Und so ist es eigentlich entstanden. Und dann wurde der sofort berühmt, berüchtigt? Das war, glaube ich, genau der richtige Zeit, auf der richtigen Stelle. Wir waren kaum 3 Tage auf und dann war schon, also es war irgendwie der Skandal von Berlin und jeder musste dahin irgendwie. Frauen sind schwer zu durchschauen. Jede hat ihre Heimlichkeit. Was, das erfährst du nie. Mit Charme und Fantasie hat sie schnell eine Lüge bereit. Ich weiß, Romy, nie sollst du mich befragen, aber sehr viele Leute haben mir gesagt, also die schöne Frau, die dir gegenüber sitzen wird, ist in Wirklichkeit oder war ein Mann. So, jetzt steigt die Spannung.
Was ist damit? Nö, das steigt überhaupt nicht zur Spannung. Also, ist total unwichtig, weißt du. Ich bin, deswegen habe ich wahrscheinlich auch diese tiefe Stimme, weißt du. Ich bin geboren worden und haben die Ärzte gesagt, was ist das nun? Was ist das nun, wollen wir da ein Mädel rausmachen? Und ich meine, da bin ich nur mit meiner tiefen Stimme, muss damit klarkommen und verdient Gott sei Dank mein Geld dabei mit jetzt. Mhm. Und weißt du, es ist eigentlich ganz easy. Wie war das in deinem Elternhaus? Also wussten deine Eltern denn eigentlich nur, was du bist, hermaphroditisch oder Mädel oder Junge? Ach, meine arme Eltern, also ich hab super Eltern. Und natürlich war das ganz schwierig für denen, damit klarzukommen. Vor allen Dingen die Ärzte haben mich natürlich gleich ab mein Geburt, mich gleich als Probekaninchen bis 6., 7. Lebensjahr bin ich irgendwie durchsucht und nochmal durchgesucht und nochmal durchgeleuchtet. Und ich habe eigentlich meine Babyzeit sozusagen im Krankenhause verbracht, weil sie dann natürlich, weil das irgendwie eine Rarität war. Und habe nun das daraus gemacht, was ich heute bin. Ich habe da vorhin auf dem kleinen Tischchen die Bilder gesehen. Sind das eigentlich deine Eltern? Das sind meine Eltern, genau. Und wie alt bist du da auf dem Foto mit deinem Vater? Ich bin, da bin ich 17. Mhm. Oh, sieht sehr mädchenhaft aus. Ja, klar. Mhm. Hattest du da schon die tiefe Stimme? Ja, doch, die tiefe Stimme. Aber die tiefe Stimme ist eigentlich, die ist immer tiefer jetzt geworden mit das Singen, weil es ist, auf die große Bühne wird es so laut und dann schreist du raus und das hat sich eigentlich immer so tief entwickelt. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil da kann ich viele Männer mit schockieren und vor allen Dingen am Telefon ist das eigentlich sehr angenehm. Wieso? Das ist sehr angenehm, also es ist sehr angenehm, eine tiefe Stimme zu haben. Ja, was man vielleicht noch beachten sollte, wenn Sie gerade zu Hause einmal Gemüse kochen oder so einen Gemüseeintopf machen, dass das Gemüse nämlich einen ganz unterschiedliche Garzeiten hat. Ja? Früher hat man das Ganze immer ein bisschen länger zusammenschmoren lassen. Das macht man eigentlich heute nicht mehr so gern. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es einfach die Frische nicht mehr so rauszuschmecken ist. Ja? Ein Gemüse, das ein bisschen knackig ist, hat einen leichten Biss. Und je kürzer es gekocht wird, desto weniger verändert sich auch die Farbe. Was sind das für Sachen? Zum Beispiel hier, das sind ja lauter Pailletten. Darf ich das anfassen? Ja klar, kannst du das anfassen. Oh, was hat das für ein Gewicht? Das ist ja unheimlich schwer. Und das trägst du dann auf der Bühne die ganze Zeit? Das zieht auch nieder. Ja, ja, also das ist alles eigentlich sehr schwer. Das ist aber ein ganz altes Asero-Kleid aus Paris noch. Aber das trage ich eigentlich jetzt in der Sendung, ich glaube, die läuft im Februar, der Hexenkessel im Februar. Und das ist eigentlich die neueste Sache. Ui. Aber das Design mache ich eigentlich immer selber für die Klamotten. Ach, du entwirfst das? Ja, ich entwerfe es und lass es dann machen. Und das ist natürlich ein Transparenzkleid. Und was ist das? Da sind auch Pailletten drauf. Das hat Selma und David gemacht. Und das ist so eine Fleischfarbe und dann hat es einen Transparenzlook. Dann sieht es von weit ab aus, ob es nackig ist, nicht? Und in der Sonne ist man es überhaupt nicht. Und du entwirfst sie und das wird für dich dann geschneidert? Das wird für mich dann geschneidert, genauso wie ich mir das denke. Dann. Mhm. Was haben wir hier noch? Das ist ein Cape, was eigentlich zum goldenen Kleid gehört. Das ist... Boah, das sieht ja auch sehr edel aus. So was, nicht? Und dann mit Sanft beschlagen, ich glaube, Sanft Das beschlagen. Hat sowas von einer Zauberin. Königin der Nacht, ja. Und was ist dein Lieblingskleid von diesen Vieren hier? Also ich könnte mir vorstellen, das hier. Also das ist meins. Ja, das ist meins, okay. Mein Lieblingskleid ist, also das trage ich gerne, weil das mache ich auch immer an, so bei offiziellen Empfang, also wenn man mal beim Präsident eingeladen ist oder so eine Sache. Und das bist du auch. Kisshändchen geben lassen, also dann trage ich am liebsten sowas. Mhm. Nicht, weil das dehnt mit und dann hat man keine Probleme mit Essen, mit Sitzen und überhaupt. Mhm. I love a man, what can I do? Das ist dein Bett. Hast du das auch selbst entworfen? Hier mit diesem kleinen Überwurf und der Hut. Und dann sind auch Schmusetiere. Mein Bett, das hat eigentlich mein Mann gemacht, als ich auf Tournee war. Und dann hat er mich überrascht und dann hat er sich dieses Ding da gehabt. Also dann, ich sag, die Leute überraschen mich. Dein Mann, bist du denn verheiratet? Nee. Ich habe es vor, aber noch nicht.
Habe ich vor, aber noch nicht. Dann hören wir zum ersten Mal diese News. Ja, ihr seid die Erste, die News. Ja. Ja, man soll ja nicht vorher schon gratulieren, das machen wir. Nee, gedacht. Okay. Wird erst mal klappen. Jetzt bin ich ja ganz Boulevardblatt neugierig. Wer ist es denn, der neue Ehemann? Wow, das möchte ich nicht sagen. Wir haben es also 5 Jahre geschafft, das aus der Presse zu halten. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeholt und erzählt, weil er ist selber prominent. Und wir haben das so wunderbar getrennt gehalten. Wir wohnen auch in getrennte Wohnungen. Das sage, wir leben Single Life, ich meine eigene Wohnung und er seine eigene Wohnung. Aber klar muss es jetzt irgendwie zur Heirat kommen. Aber ich meine, lass dich überraschen. So, jetzt sind wir gespannt. Ich hoffe, ihr seid hungrig. Da war ja nichts da. Ja, jetzt sind wir gespannt. Das, was du im Kühlschrank hast, das, ich glaube, ich habe in deinem Sinne gekocht. Das ist alles vegetarisch. Mhm. Ich hoffe, du stehst da vegetarisch. Aber ich glaube schon. Naja, das nur ist vegetarisch. Nur. Was hast du denn gemacht? Also jetzt habe ich dir Käsenudeln gemacht. Da hattest du so also Eckkäse drinnen, weißt du, so Streichkäse zum Frühstück. Mhm. Habe ich jetzt in die Milch rein reduziert und da so eine Käsesoße gemacht. Ganz leicht für die Linie. Super, ne? Die Nudeln dazu. Geht, und dann habe ich jetzt einen Gemüsegulasch gemacht. Weißt du? Da hast du so Paprikaschoten gehabt, dann so wunderschöne Avocados. Mhm. Ja? Und dann habe ich aus dem Fraser habe ich dann auch den Blumenkohl raus, weil da war so eine Sahnesoße mit dabei. Ja, genau. Und ein paar Gewürze, ein bisschen Curry dran und so. Also es hat alles überhaupt keine Kalorien. Nicht Fritz, da steht Fritz zu. Lecker. Ja, klar. Ich mein, Wahnsinn. Die danke. Kuchen, da muss man schon selber noch geschupft werden. So. Also, jetzt fangen wir an, dann wird es kommen. Ja, gut. Du musst schon anfangen. Guten Appetit, Romy. Ja, bleib ich ein bisschen länger mit meiner Flasche erst. Ja. Warum bist du eigentlich nicht nach München gegangen? Das wäre doch auch eine Alternative gewesen. Warum muss das eigentlich Berlin sein? Ich meine, gut, der Berliner Freund, aber dann hättest du ja sagen können, oh, irgendwann, ich ziehe um nach München. Wärmer, südlicher. Nee, das ist eigentlich wie so eine Schicksalssache. Weil... schmeckt lecker. Cheers. Prost. Ich mach noch Cheers. Was. Ja, noch was? Ich schlafe, ich habe so einen süßen Apfel. Gehört alles zur Diät. Wahnsinn. Tschüss. Prost, Robby. Ja, also Berlin hat eigentlich, ohne dass ich hier gewesen bin, hat Berlin eigentlich, ist immer irgendwie präsent gewesen in dem Sinne, dass ich, wo ich auch aufgetreten bin, nicht, ob ich nun in Frankreich oder in Amerika, ich war auch noch eine Zeit in Japan und so. Und durch meine Stimme, ohne was zu fragen, haben die Leute immer gesagt, du bist aus Berlin. So, und jetzt machen wir das Dessert. Da müssten wir auch wieder ein bisschen in die Trickkiste greifen hier, weil wir nicht viele Zutaten haben. Auf alle Fälle muss es etwas mit Obst werden, sehr viel Obst da. Und die Romy, die liebt auch Obst. Ne? Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen jetzt aus diesen ganzen Früchten. Das ist jetzt eine Kiwi, dann haben wir da Bananen, dann hier haben wir so ein Baby-Ananas, ein paar Weintrauben. Ja? Da machen wir jetzt einen Obstsalat oder einen Fruchtcocktail mit einer ganz speziellen, besonderen Soße. Die zeige ich Ihnen dann, irgendein besonderer Gag muss dabei sein. Ne? Und mit diesen Flocken hier, mit den Haferflocken und mit der Marmelade, das vermischen wir dann ineinander und machen wir dann so eine Haferflocken-Marmelade. Du hast ja so viele Sachen in deiner Wohnung, die nostalgisch anmuten. Bringst du die vom Flohmarkt mit oder aus aller Herren Länder, mal hier und da gekauft, zusammengekauft? Also, und ich kann es ehrlich so sagen, eine gute Konsument bin ich nicht, weil ich habe eigentlich nichts gekauft. Das sind alles eigentlich Geschenken. Das sind alles Geschenken von Leuten, die mit der Zeit, und das stapelt sich schon langsam wie im Museum, es ist mir ja schon viel zu voll. Und das Einzige, wo ich daran hänge, ist zum Beispiel das. Das hat mein Vater vor meiner Geburt, hat er das gemacht. Das hat er selber gemalt? Ja, ja, da hänge ich natürlich so eine Inkzeichnung, so früher hat er mit Ink gezeichnet. Da hänge ich natürlich, das ist persönlich, da hänge ich sehr daran. Das ist wie eine Venus, die aus den Wassern steigt, nicht? So irgendwie eine Seejungfrau. Ja, oder eine Geburt von einer Seejungfrau. Mhm. Und außer diese Couchen habe ich eigentlich nichts gekauft oder die Hi-Fi-Anlage oder so. Aber der Rest sind eigentlich wirklich alles Souvenirs, so mit Tourneen, was ich geschenkt bekomme. Und diese Lampe zum Beispiel, die sieht ja aus, als käme sie direkt aus dem Orient.
Ja, diese Lampe ist eigentlich eine türkische Imbisslampe, nicht? Also, die ist aus einer Imbissbude. Weil wenn du in Berlin rumkäst, gibt es Imbissbude, muss man aufpassen, die haben meistens solche Lampen, nur kleinere. Mhm. Und ich habe so eine große bekommen von der Imbissbude besitzt, weil ich da immer mein Currywurst gegessen habe, wenn ich noch nicht Vegetarier war. Und noch nicht auf Diät gelebt hat. Und das hängt da, genau. Aber ein schönes Teil habe ich noch entdeckt, das ist die Musicbox da hinten. Wollen wir da mal hingehen? Ja. Sind denn da Sachen von dir drin? Ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk gewesen von jemandem. Und, tja, das sind doch ganz, ganz alte Oh, jetzt machen wir hier mal ein 50-Pfennig-Stück ein. Ja. Das sag mal, ein ganz altes von dir, so eines der ersten. Ganz alt, eines der ersten. Mal gucken. Das ist Super Paradise. Mal gucken. Am 1. Januar in 1978 habe ich das Ding bekommen von jemandem. Das ist dann so. Aber das bist nicht du jetzt. Doch, das ist eine Platte von Wie mir. Heißt die? Das ist My First Love Letter. Das war dann auch eigene Text und das war so aus der Zeit von Musikladen. Und warst du da sozusagen schon auf der Ebene deiner Zeit als Sängerin oder? Ja, überhaupt nicht. Also ich konsequent, also ich habe früher Brecht oder solche Sachen gemacht, was natürlich sehr von der Text abhängt. Mhm. Aber richtig singen konnte ich eigentlich noch nicht, wenn ich meine erste Platte gemacht habe. Das hat sich Gott sei Dank also besser entwickelt. Ich habe auch richtig aus dem Gesangsunterricht genommen und so. Und ich habe jetzt natürlich viel mehr Möglichkeiten mit meiner Stimme als damals. Mhm. Wollen wir nochmal eben reinhören? Das ist etwas hauchig, ne? Sehr also, hauchig. Hast du dich noch sehr zurückgenommen? Hauchig. Ja. Mal gucken, ob ich was anderes anspielen kann. Right from the start, you've stolen my heart. And when you said, hello, are you ready to go? I realized, life is too short to say no. So, und damit jetzt unser Fruchtsalat oder unser Fruchtcocktail hier noch ein bisschen einen extra Püff kriegt, machen wir hier eine Premiere-Dose. Das ist also etwas, das habe ich selber auch noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass man das ganz gut rüberbringt und dass das auch ganz gut dazu passt hier zu diesen Früchten. Wir nehmen einen Kaffee, habe jetzt ein Kaffeepulver, dann ein bisschen Kondensmilch dazu, das machen wir warm hier. Zucker haben wir keinen, da muss man halt dann auf diesen Süßstoff da zurückgreifen. Und als besonderer Gag, stellen wir ein bisschen Cola rein. Da kann natürlich jede Cola nehmen, die irgendwo im Kühlschrank haben. Das ist dann eine sogenannte Kaffee-Cola-Soße. Der Moment, bevor du auf die Bühne gehst, wie fühlst du dich da? Ist das? Da bin ich nervös und dann mache ich immer Kindertherapie. Wie ist das? Ich mache immer Kindertherapie, das ist ganz einfach. Das habe ich mal, wenn ich einen Film gedreht habe, von so einem Kinderarzt gelernt. Also Kindertherapie, dann massierst du deinen Gaumen. So. Mhm. Deswegen lutschen Babys ja auch immer Daumen. Das geht gleich zum Spektrum und das beruhigt und das gleicht aus. So, dass ich auf der Bühne komme, setzt du mich immer. Und ich sagst, was macht sie? Was macht sie? Und das bringt eigentlich Ausgeglichenheit. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee und im Herzen alle Tage nach Abo. Das ist wunderbar, Senor! Homi, wenn du mal in, sagen wir mal, das Pensionsalter kommst, was machst du dann? Was machst du als alte Frau? Ach, wie schön. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sich freut, älter zu werden. Und ich glaube, die schönsten Jahre einer Frau sind sowieso zwischen 35 und 50, glaube ich. Weil da hat die Frau die sichere Erfahrung und kann auch das sichere genießen und sowas. Aber ich glaube, auf meine alten Tagen. Also ich bin irgendwie ein Bühnenmensch, das ist ein Ding, was sicher ist. Aber ich hoffe, dass ich in den späteren Jahren vielleicht irgendwie einen Sozialdienst leisten kann mit irgendwie was. Da habe ich mir auch schon Sachen ausgedacht, dass ich vielleicht einen Sozialdienst helfen kann. So, wenn ich 65 bin oder sowas, stelle ich mir vor, dass ich vielleicht anderen Menschen mit meiner Erfahrung helfen kann. Oder Leute, die mit diesem System überhaupt nicht zurechtkommen oder so und die wieder auf rechte Bahn zu kriegen. Also so eine Zukunft in meine alten Tage sehe ich schon. Und wie kommt es, dass du diesen sozialen Touch hast? Wahrscheinlich, weil ich selber zu viel Ups und Downs gehabt habe in meinem Leben bis jetzt schon und eigentlich viel erlebt habe. Und ich bestimmt eine Gabe habe, dass ich Leute helfen kann.
Also ich finde älter werden etwas Herrliches, Einfaches. Weil dann lassen wahrscheinlich die Triebe nach, Gott sei Dank. Und da kann man sich wirklich so andere Sachen widmen. Oh, wunderbar. Jetzt bekommt ihr zum Schluss noch. Was ist das? Was ist das? Was Kräftiges. Jetzt habt ihr so was Leichtes bekommen. Jetzt habe ich jetzt einen richtigen Power-Cocktail gemacht. Das heißt, zieht furchtbar rein. Ja, das ist jetzt ein sieht aus wie Hackfleisch. Fruchtsalat. Aha. Mit einer Kaffee-Cola-Soße. Kaffee-Cola light, ja. Da habe ich mir Kaffee genommen, das ist immer ganz so leicht. Was ist das? Das sind Haferflocken-Nockerl. Das ist das Müsli hier, das gibt uns wieder Kraft. Weißt du, was noch ein bisschen Marmelade dazu, ne? Und Kondensmilch, das ist angerührt, ja. Und recht gesund. Ja, was deine Küche so hergibt und dein Kühlschrank, du ahnst es nicht, ne? Wahnsinn, also. Aber das zieht natürlich furchtbar rein, das ist schon klar. Ja, wieso, was passiert mit uns jetzt? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Küche gewesen, wo du gewesen bist. Nee, diese wunderschöne Küche, toll. Da wird man richtig angeregt, weißt du, zum Denken und so. Okay. Ne? Das mache ich vielleicht zu Hause mal, Okay. Danke. Kaffee, Cola. Danke. Danke. Und kurz muss ich gleich hinterherkommen oder darf ich noch einen ganz kurzen Moment essen? Ich habe schon ein bisschen viel Dreck gemacht, also. Oh, Kaffee. Ja, okay. Zwei Nockerl kannst du essen. Lecker, zwei Nockerl. Dann brauchen wir auch keinen Kaffee mehr zu trinken. Weil das ganze Problem ist, ich koche eigentlich gerne. Aber ich darf nicht kochen, weil ich viel zu fett koche. Weil ich ja so holländische Küche mache. Und dann wäre ich viel zu fett. Und dann habe ich mich verboten zu essen. Und zu Hause habe ich wirklich nur Obst und Gemüse. Aber was eher rausgezaubert hat, ist der Wahnsinn. So. Ich werde jetzt gleich gehen, aber bevor ich gehe, möchte ich dir noch unser obligates Geschenk geben. Das ist ein Kühlschrank, weil die Sendung heißt ja auch so, wo bitte ist Ihr Kühlschrank? Das ist aber natürlich leider kein wirklicher und es ist auch nichts drin, aber du kannst was reintun, das ist nämlich ein Walkman. Wahnsinn. Ja. Das finde ich ja toll. Und eins habe ich noch vergessen. Stimmt es eigentlich, dass du 10 Jahre mit David Bowie zusammen gewesen bist? Ich, nicht 10 Jahre, aber ich war lange Zeit mit David Bowie zusammen, ja. Aber das weiß überhaupt gar keiner, oder? Braucht auch, naja. Romy, ich danke dir. Es war sehr schön bei dir. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. So, ich danke dir. Viel Erfolg mit deiner Sendung. Und wenn du weiter so machst, wärst du bald... Deswegen lasse ich es hier schon mal stehen. Also, tschüss, okay. Danke. Ciao, danke dir. Ich schwöre euch, Frauen, bei der Liebe, die ihr zu den Männern tragt, lasst euch von diesem Stück so viel gefallen, wie es euch gefällt. Und ich beschwöre euch, Männer, bei der Liebe, die ihr zu den Frauen tragt. Sag mal, warum sind wir jetzt eigentlich bei Shakespeare gelandet? Weil es mir so gefiel und ich finde, Romy H. gehört in eine klassische Verwechslungskomödie.